So, liebe Leute, nachdem wir uns jetzt ja hier mit diesem tollen Energy Core von Draconium beschäftigt haben und auch eine entsprechend große Vibrant Capacitor Bank haben, dachte ich mir, ich gehe mal auf einen Zuschauerwunsch ein. Und zwar nicht nur einen, kommt auch häufiger vor, so nach dem Motto Big Reactors, zeigt doch mal, wie du so ein Ding baust. Und da dachte ich mir, schlage ich mal gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Und zwar einmal natürlich Bau von so einem Ding und auch eine Turbine dabei. Das ist jetzt nur so by the way. Interessanter war für mich eigentlich die Überlegung, baue ich einen Reaktor mal so, dass er mit Mitteln des Early- oder Mid-Games halt herstellbar ist. Also jetzt im Sinne von, ich brauche jetzt kein Cryotherium, ich brauche kein Enderium, ich brauche kein, also diese ganze komplizierte Sache, wo man also unheimlich Schwierigkeiten hat, am Anfang jedenfalls dran zu kommen. Und gleichzeitig wollte ich aber auch einen Reaktor haben, der richtig Power bietet und mit einem kleinen Umbau ganz einfach für Turbinen geeignet ist, aber auch schon ohne Turbinen so richtig was abgeht. Okay, fangen wir mal einfach an. Das Ganze ist natürlich creative hier, geht ja gar nicht anders. Und zwar mit dem Reaktor, den stellen wir jetzt mal einfach hier unten irgendwo hin. Dazu machen wir mal die ganzen Elektrikschaltungen hier weg. Die hatten wir ja schon besprochen. Da könnt ihr ja mal gucken, wo End- und OR-Gates und solche Sachen hier sind. Das, naja. So, wir bauen den Reaktor mal einfach irgendwo hier hin. Und zwar ist das ein speziell konstruierter Reaktor. Ich zeige mal eben mein Inventar, was ich hier habe. Das ist natürlich jetzt Quatsch, das brauche ich jetzt hier nicht. So, und zwar, der Reaktor wird natürlich aus dem Reaktor-Casing gebaut. Und dann kommen da also diese Dinger da rein, wo dieses Hyelurium halt drin ist. Und entscheidend ist oben natürlich hier diese Steuereinheiten, mit der das eben dann gemacht wird. Dann brauchen wir natürlich den Reaktor-Controller. Und wir brauchen eine Power-Tap, sonst gibt es ja keinen Strom raus, solange er nicht mit Turbinen arbeitet. Und dann kann man natürlich noch, muss man eben das Hyelurium mal da reinbekommen. Also das geht dann über diesen Access-Port. Ja, und dann gibt es natürlich noch verschiedene Sachen, die interessant sind. Also da ist dieser Coolant-Port, wenn man eben mit Turbinen arbeitet. Sobald man so ein Ding einbaut, ist da eben hier bei dem Power-Tap kommt da nichts mehr an. Ja. Also, und dann haben wir natürlich noch den RedNet-Port. Damit habe ich selbst noch nicht gearbeitet. Ich weiß aber ungefähr, wie er funktioniert. Und mal schauen, ob wir in dem Tutorial dazu kommen. Und möglicherweise aber auch in dem nächsten. Das werden wir dann mal sehen. Also, und dann Reaktor-Computer-Port. Das hat man ja schon, um die Computer damit oder daran anzuschließen. Ich packe die beiden mal so ein bisschen zur Seite, denn das gehört ja zum eigentlichen Bau nicht dazu. Stattdessen ziehe ich jetzt mal Folgendes hier rein. Ihr werdet sehen, das ist ein bisschen teurer, muss man nicht unbedingt haben, aber er geht. Wenn man ein bisschen, wenn man das Material hier alle zusammen hat, dann geht das. Ich zeige euch jetzt mal die Maße und vor allen Dingen auch verschiedene Baugedanken dazu. Fangen wir mal einfach hier unten an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sollen es sein. Hey, da ist so eine blöde Pflanze. So, 13 sollen es sein. Und dann, dass es natürlich ein quadratischer ist, machen wir mal wieder 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Natürlich logischerweise hier in der Richtung auch. Ich werde also den Bau jetzt gleich beschleunigen, nur dass ich die Maße halt sage. Und damit die Leute, also die da offenbar hin und wieder mal nachfragen, dann auch ungefähr wissen, wo es lang geht. Also Materialstücklisten mache ich jetzt nicht. Also könnt ihr ja mal selbst dann ausrechnen. Also, jetzt habt ihr sich gesehen, 13 mal 13, also außen, also innen ist 11 mal 11. Und jetzt wollte ich das ganze Ding so machen, dass der innen 3 hoch ist. 1, 2, 3 und natürlich oben noch die Decke hat. Das heißt, das ist die Höhe, die man innen drin hat für die, für diese Rods, ja, für das Raus- und Runterfahren. Und oben kommt diese Steuereinheit rein und gut, das Ganze natürlich entsprechend hier rundherum. Und ich baue mal und dann sehen wir uns gleich wieder. An der Stelle mache ich jetzt erstmal Cut wegen, naja, na, Tee, richtig.
So, ihr seht, das ist jetzt die Wanne sozusagen. Da kommt natürlich jetzt hier noch das Dach rein und entscheidend ist jetzt der Gedanke, Morten ist mal wieder mit einer der Ideengeber, aber letztendlich steht im Wiki Folgendes drin, die Jellorium-Brennstäbe geben die Energie und die Radiation und alles quasi nicht diagonal und schräg ab, so rundherum, wie das in der Wirklichkeit so ist, sondern Minecraft-mäßig natürlich nur in Richtung der Blockkanten und Blockflächen. Also, das heißt für uns, dass wir, das wollen wir mal diese Rotz hier reinbauen, das muss ich mal zählen, 1, 2, 3, 4, der fünfte, 1, 2, 3, 4, der fünfte, so, jetzt haben wir hier in der Mitte unsere Brennstäbe, noch nicht fertig, aber nur vom Bauprinzip her. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt werden wir natürlich hier die Edelvariante, man kann also auch gleich mit Gold machen. Das ist ein bisschen billiger am Anfang, ist klar. Aber wir machen jetzt mal die Edelvariante, das mit den Diablöcken. Wenn man das so hat und dann außen herum ein paar Goldblöcke hat, dann würde ich mal sagen, sind wir fast schon fertig, nicht so ganz. Natürlich noch nicht so ganz, ist ja klar, der Reaktor ist ja noch ein bisschen was größer. Aber vom Denken her sind wir dann schon mal durch, weil nämlich jetzt gleich kommt der Punkt, wo die Sau das Wasser lässt. Wenn wir das uns so anschauen, ist das quasi die Bestückung des Reaktors. Der hat gar keine Flüssigkeit. Ja, also kein Enderium, Molten Ender oder sonst irgendwie was, irgendwie Kryoterium oder keine Ahnung, Redstone oder was, sondern gar nichts anderes. Und die Ecken hier, die bleiben Luft, da bleibt, kommt gar nichts hin. Ja, und wenn wir das Ganze natürlich, jetzt habe ich das ein bisschen höher gemacht, dass wir hier noch zwei Ebenen drauf machen können, also ist ja klar, dann entsprechend hier, ne? So geht es dann gleich weiter. Das habe ich deswegen gemacht, weil ich haben wollte, dass man mit diesem Reaktor gleichzeitig, ohne ihn umzubauen, auch umschalten kann auf 4 Turbinen, die mit Enderium-Coils versehen sind. Und zwar 4 Maximalturbinen, das heißt, das wären 21.000 RF pro Tick mal 4, sind 84.000 RF pro Tick. Würde ich mal reichen, würde ich mal meinen, sollte reichen. Aber dieser Reaktor hier, der bringt von vornherein also auch schon Sattleistung, wir werden es uns gleich ansehen. Da spanne ich auch so ein bisschen auf die Folter, denn die Simulatoren, die es im Internet gibt, oder ne, also ich weiß nicht, ob es mehrere gibt, also ich kenne jedenfalls einen, und dessen Rechnung stimmt nicht ganz. Das liegt aber daran, dass die Einstellungen hier von Modpack zu Modpack offenbar unterschiedlich sind. Und deswegen muss man natürlich immer ausprobieren, was für einen selbst das Beste ist. Aber diese Simulatoren können nicht die tatsächlichen Zahlen liefern, aber sie können das Bauprinzip sozusagen ausprobieren lassen und gucken, wenn die Zahlen im Simulator optimal sind, dann dürften auch die Zahlen in dem Spiel optimal sein, in-game, denn die können die Zahlen ein bisschen verändern, aber das Bauprinzip und dessen Effizienz wird dadurch ja im Wesentlichen nicht verändert. So, jetzt müssen wir natürlich hier innen drin diese Dinge auch noch reinbauen. Und dann sind wir natürlich noch nicht ganz fertig. Aber ihr seht, das ist relativ preiswert. Ja, also Gold kriegt man natürlich, wenn man sich ein bisschen bemüht, ohne Fleiß geht gar nichts. Diamanten kriegt man auch, naja, also sind natürlich schon ein paar hier, aber kriegt man eben auch, wenn man ein bisschen arbeitet. Und der Rest hier ist Eisen und Kohle und natürlich Jellorium, ist klar. Ne? Also jedenfalls nicht irgendwie so Sachen, wo man sagen würde, oh, kriegst du nicht zusammen, musst du erst ins End gehen, musst eine Enderman-Farm haben, ach, da musst du noch, ich habe keine Ahnung, was alle machen, ne? Brauchst du gar nicht, ne? Geht alles so. Ne? So, und dann machen wir jetzt natürlich oben zu. Das heißt, wir machen auch nicht ganz oben zu. Wir machen also nochmal eben ganz kurz hier oben drauf diese Dinger. So, diese Dinger. So, und damit es für Filmen einfacher ist, machen wir jetzt Folgendes.
machen wir den Controller hier, warte, wo ist denn der Controller? Da ist der Controller, machen wir mal hier hin, ne, das ist so hässlich, machen wir mal hier hin, ne, das ist schön. Also der ist ja richtungsmäßig, also, okay, das machen wir dahin, dann brauchen wir PowerTap, die mache ich jetzt mal hier an der andere Seite. Und zwar deswegen, sage ich euch gleich auch, PowerTap auf die andere Seite. Dann kommt Access Port, da müssen wir mal haben, so ein bisschen was, muss ja was reinkommen. Und dann brauchen wir Coolant Port, brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht, weil haben wir noch nicht vorgesehen, wenn wir das mit den Coolant Ports machen, die kommen dann irgendwie hier auch woanders hin. Aber auf die Art, na gut, dann machen wir den mal da hin, dann machen wir den mal hier hin, ne? Dann Access Port, wo haben wir denn da? Den Access-Port, den machen wir mal hier hin, damit das ein bisschen symmetrisch ist. So. Aber jetzt machen wir die Kiste einfach zu. Einfach zu, ohne, ja, müssen wir da am Anfang ein bisschen jetzt hier, na, komm mal her, jetzt ist wieder falsch hier. Was ist das denn jetzt? Komm her. So, machen wir das Ganze zu hier. Und rum, dann können wir nicht wieder zu, wenn das dazu ist auf die Art, na, komme ich nicht rüber, ne? Na gut, egal. Kriegen wir schon. Irgendwie. Also ihr seht, natürlich kostet das eine Menge Eisen und eine Menge Kohle. Aber andererseits muss man auch sagen, wenn man das Eisen und die Kohle zusammen hat, hat man auch genug Diamanten und auch genug Gold. Das heißt also, das ist nicht für den ersten Tag, ist schon klar, aber es ist ein Reaktor, der ich sozusagen in der, ja, im späten Anfang, Mitte oder so begegnen könnte, und dieser Reaktor wird euch dann auch sehr lange sehr viel Spaß machen, weil, wie gesagt, er ist umrüstbar auf die Turbinen und bietet dann relativ schnell sehr, sehr viel Energie. Und vor allen Dingen müsst ihr euch über die Steuerung dann auch keine Gedanken machen. Das zeige ich euch nämlich auch gleich. Eigentlich hatte ich ja gedacht, ich würde ein Redstone-Tutorial zu machen. Vielleicht wird es ja auch eins. Aber es ist wirklich sehr einfach. Wir werden das also gleich sehen. So, jetzt wollen wir gleich. Zup, und seht ihr, zapp, der hat das akzeptiert, so ist das. Eigentlich ist das jetzt sozusagen der asiatische Reaktor, ja. die Billigvariante. Okay. Ja, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen Riolorium einfüllen, das ist klar. Und vor allem müssen wir uns angucken, wie die Kontrollrods hier drin stehen. Ich mache dazu jetzt mal mein Inventar, wäre ein bisschen leer, denn wir brauchen diese Klamotten ja jetzt nicht mehr. Da haben wir ja mit gebaut hier. Das ist hier alles durch. Na, warte mal, den Coolant Port, den lasse ich nochmal da. Und gut, werden wir dann sehen, das hier brauchen wir jetzt erstmal alles gar nicht mehr. Damit beschäftigen wir uns später. Jetzt müssen wir noch Yellorium haben. Yellorium. Ne, das ist jetzt hier da. Machen wir, müssen wir noch ein bisschen mehr von haben, damit das da auch Spaß macht. So, Vorräte haben. So, und dann brauchen wir natürlich, wenn wir das Ding da hinten füllen müssen. Ist der voll oder ist der leer? Moment mal. Der ist jetzt voll. Oh, ja gut, das werden wir dann hinten in die große, schöne Kugel schieben. Da passen wir auf. Das geht ja relativ zackig. Das hatten wir ja letztens. Müssen wir hier auf Receiving Energy, nee, der muss auf Sending Energy stehen. Und der andere muss auf Receive stehen. Wenn er denn hier wäre, ist er ja keiner. Muss er noch einen hinmachen. Mist. Das hatte ich jetzt letztens wieder umgebaut. Wegen diesem Tesseract-Problem. Tesseract nehmen wir uns mal einfach ein. So. Nehmen wir mal den. Und dann müssen wir mal gucken, was haben wir hier. So, wollen wir den mal hier wegmachen, und dass der auf Receiving Energy steht, dann müssen wir das hier akzeptieren. Der muss natürlich dauerhaft on sein, der muss abgeben und schon springt das hier. Und wenn der hier unten richtig eingestellt ist, dann dürfte sich der schon relativ schnell leeren. Genau, der ist gleich leer. Guck mal, wie zackig das geht. Dazu hatte ich ja auch letztens so ein Tutorial gemacht. Also das geht wirklich gut. So, aber unser Reaktor soll da jetzt gleich hier sozusagen auch da drauf. Das heißt, wir müssen irgendwie den Strom hier rauskriegen. Und das machen wir folgendermaßen. Wir setzen hier einen Tesseract hin.
Und jetzt könnte man natürlich die teure Variante nehmen, machen wir aber nicht. Diese Kryoteriumleitungen, da wie die heißen, also die sind ja richtig gut, aber auch relativ teuer. Wir nehmen jetzt hier ganz einfache und dazu, das müsst ihr euch, nein, warte mal, das machen wir an. Ja, nee, gut, einen Tesseract, dann habt ihr ja sowieso ein bisschen. Also ein bisschen Tesseract müssen wir haben. Das heißt, wir werden jetzt mal hier Energy Conduits nehmen, die Energy Conduits, die, also ein ganz bisschen muss man wohl offenbar doch auch in dieser Variante jetzt hier in der Lage sein, Stromabnehmer zu haben, also zu bestücken, ja, dann mit diesen beiden Leitungen hier und dem Tesseract. Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr natürlich die Leitungen hier auch direkt an Verbraucher anschließen. Ja, aber irgendwelche Leitungen solltet ihr schon haben. So, und jetzt machen wir natürlich genau das Gleiche hier. Das machen wir ihn mal hier auf den leer, den hier auf Sending Energy. Ist ja logisch, der kriegt ja keine. So, jetzt haben wir das soweit vorbereitet. Jetzt schauen wir mal hier rein, der ist leer. Das heißt, dann werden wir den jetzt mal hier, das heißt, den da oben schalten wir mal ab, damit die Energie nicht alle hier oben mit unserem tollen Energy Core landet. Machen wir den jetzt mal aus hier. Der darf jetzt nur noch aktiv sein, wenn Redstone-Signal anliegt. Jo, und dann haben wir jetzt den als Empfänger geschaltet. Haben wir schon? Haben wir schon? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie als. Der ist natürlich an und der hat jetzt hier Receiving, soll der haben. Machen wir Receiving. So, jetzt hat er Energy, Anfang, ja, so kriegt er das. Von hier aus haben wir Senden. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich mit Gelorium bestücken. Schmeißen wir einfach mal so ein Ding rein, das geht relativ schnell. Ja, ein Stack mal eben kurz, zack, ja, aber eben auch 20 Uhr. Also ich mache jetzt mal 64 einen Stack rein, damit wir so ein bisschen Kontrolle darüber haben, wie der Verbrauch ist. Denn ich habe ihn dir jetzt noch nicht angeschmissen. So, jetzt gucken wir nochmal hier rein. Die Fuel Rods sind also voll rausgezogen, also die Graphitstäbe, ja, die Graphitstäbe, die sind raus, das heißt, das Hyalurium kann zu 100% wirken, das heißt, dieser Reaktor ist natürlich richtig volle Pulle dran und das ist natürlich jetzt nur mal so ein kleiner Test. Wir werden den gleich hier umbauen, sodass ihr dann seht, dass man mit den Fuel Rods dann auch ganz, ganz andere Ergebnisse erzielen kann. So, aber ich zeige euch jetzt mal, wie schnell so eine Vibrant Capacitor Bank hier voll ist. Die hat ja 1000 Block, die ist also schon ein bisschen groß, ne? Wenn ihr mal hier seht, 25 Milliarden RF passen da rein, mit der Transferrate von einem Tausendstel, also 25 Millionen pro Tick. 25 Millionen pro Tick kommen hier unten natürlich nicht raus. Ja, 25 Millionen pro Tick ist schon etwas. Das heißt, wir werden dann müssen wir uns natürlich überlegen, wie viel hier rauskommen kann und wie lange das dann da oben dauert. Aber wir schauen uns das mal einfach an, lassen das mal auf uns wirken. 25 Millionen pro Tick kann der gar nicht liefern, das heißt, wir lassen den sowieso maximal laufen. Gut, ihr seht, hier ist alles noch aus. Gut, jetzt schalten wir das Ding mal einfach an und volle Pulle müsste es losgehen. Ja, werden wir sehen. Der gibt jetzt natürlich eine Menge Energie direkt ab. Jetzt müssen wir hier, jetzt müssen wir den Tesseract mal anschalten, dass der hier mitspielt und diesen Kanal hier wählen. So, jetzt hat er hier Sending Energy und jetzt müsste natürlich hier, seht ihr, da geht die Energie raus, die geht direkt in die große Vibrant Capacitor Bank, weil ja der Tesseract unbegrenzt transportiert. Wir müssen jetzt so ein bisschen auf die Temperatur achten. Sobald das heißer wird als 1000 Grad, ist das ungünstig. Weil dadurch wird die Menge, die vom Hyalurium verbraucht wird, mit so einer Art Penalty versehen. Also das steigt der Verbrauch. Ja. Und deswegen, also ich bin ganz glücklich eigentlich jetzt auf die Art sogar, dass ich jetzt, das ist also Infinity, dass wir hier bei 800 ein paar Kirchen Grad relativ stabil bleiben. Das bedeutet, der hat also 16,6000 RF pro Tick. Kann man den einen oder anderen Pulverizer mit betreiben, würde ich mal sagen. So eine Query müsste, Ender-Query müsste da normalerweise mitlaufen. Also damit kann man schon eine ganze Menge machen. Und der Verbrauch ist jetzt hier bei 1,2 Millibucket je Tick. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Aber wir schauen uns jetzt mal an, wie man das dann ein bisschen anders machen kann. Und zwar werde ich die jetzt mal hier alle auf 20% stellen, dass da unten nur noch 20% wirken, ja, nur noch 20% wirken, heißt, dass da ganz viel Graphit jetzt eingefahren wird.
So, ich hoffe, ich habe jetzt da hinten den. Den habe ich noch nicht. Das kann man natürlich sehr schön über Computer steuern. Da habe ich ja auch schon das eine oder andere zu gezeigt. Solche Programme sind ja leider ein bisschen kompliziert zu bauen. Und nicht, weil das Programm kompliziert ist, sondern weil die Picture Actors immer vergessen, welches Rot jetzt welches ist. Aber gut, so, jetzt schauen wir mal weiter. Es macht dann nur noch 4000 RF pro Tick. Das ist immer noch eine ganze Menge. Aber wir sind jetzt hier schon bei 0,3. Also da muss man natürlich, und ist natürlich deutlich kälter geworden, wie ihr seht. Also das ist eine Frage, wie ihr dann eben auch mit euren Jellorium-Vorräten umgeht. Man müsste direkt jetzt mal ausprobieren mit dem Laserdrill, ob man jetzt auf die Art schon mehr Jellorium produzieren kann, als er verbraucht. Das wäre also auch mal eine interessante Sache. Vielleicht machen wir das sogar auch noch. Aber jetzt wollen wir erstmal den Umbau machen, dass wir die Turbine dran kriegen. Und dann schauen wir uns... Das heißt, nee, wir müssen das mit dem Laserdrill ja vorher machen. Gut, wir probieren das. Ich schalte das Ding mal ab. Das heißt, wir schauen erstmal hier rein. Ihr seht, er verbraucht natürlich schon einiges in der relativ kurzen Zeit. Aber wie gesagt, ich schalte ihn jetzt mal ab hier. So, dann gehen wir mal hinten auf das Ding hier und gucken mal, wie viel drin ist. Ich habe den Eindruck, dass der irgendwie das nicht richtig anzeigt. Ja, das kann doch nicht so ganz richtig sein. Ah ja, der sendet immer noch hier. Warum gibt er das denn jetzt? Hebt er das denn direkt hinten an die große ab? Moment mal. Das kann ja wohl nicht sein. Der macht ja nicht senden, der macht empfangen. Und das tut er auch. Gut, also die Grafik, die Optik, oder das ist natürlich, das ist so wenig, dass hier unten noch kein Rot entsteht. Das ist der Punkt, genau. Ne? Ich muss immer, also manchmal ist man so ein bisschen irritiert. Ne? Der hat jetzt 41 Millionen RF von 25 Milliarden. Ist natürlich klar, dass hier unten noch nichts zu sehen ist. So, wie dem auch immer sei, er hat sich jetzt beruhigt. Ja, er ist jetzt hier durchaus fertig. Jetzt bauen wir mal einen Laserdrill und probieren aus, wie denn dann wie das dann läuft. Ne? So, nach einer gewissen Bauzeit, wollte ich euch jetzt nicht angetan haben, habe ich jetzt hier unten auf Bedrock sozusagen meinen Laserdrill hingestellt. Könnt ihr auch noch ein Tutorial von mir gucken. Manche sind ja schon ein bisschen was älter, aber die gelten also im Grunde noch alle. Ist auch völlig unproblematisch letztendlich. Also hier unten, da muss eben noch Platz drunter sein, Laserdrill drauf, Precharger drumherum, ein Haufen Energie. Ich mache das Ganze mit einer Ender Chest, damit ich das gleich in mein ME-System pumpen könnte, wenn ich denn hier eins hätte, habe ich aber nicht. Und da können wir gleich mal nachgucken, was denn da rausgekommen ist. Hier oben natürlich der Tesseract, klar, den habe ich hier schon aktiviert. Auf Energie empfangen, ja, und Frequenz stimmt auch. So, das heißt, wenn gleich von oben Energie kommt, kriegt der hier unten Saft, dann geht's los. Was noch bemerkenswert ist, wir wollten ja gucken, ob der Reaktor denn jetzt genug Jellorium produziert. Ich habe hier unten natürlich diese gelben Laserfoki drin, die sorgen dafür, dass von dem Random-Prinzip her ein gewisser Schwerpunkt auch auf Jellorium gelegt wird. Und gut, das schauen wir uns wie gesagt gleich mal an. Jetzt gehen wir mal rauf. Und da wir das Ganze sehr verlustfrei gebaut haben, werden wir jetzt erstmal unseren bisherigen Energievorrat, der ja in der Vibrant Capacitor Bank ist, den werden wir jetzt natürlich da unten erstmal runterschieben. Und das heißt, wir werden dieses Ding hier erstmal auf Senden stellen. Was haben wir? Energy Sending, und jetzt müsste der hier unten loslegen. Der geht also mit 20.000 RF pro Tick darunter. Das liegt daran, dass die Kabel, die da von dem Tesseract weggehen, jeweils natürlich nicht maximal können, und vor allen Dingen auch die Precharger und der Laserdrill insgesamt bei maximal 20.000 wohl begrenzt ist. So meine Information. Ich hoffe, es gibt ein paar Zuschauer, die das alles mir noch erklären können, wie es ganz genau geht. Also ich habe mich, wie gesagt, das ist etwas, 20.000 geht raus. Das heißt, er braucht jetzt eine gewisse Zeit lang. Und wir haben ja auch schon einen gewissen Jellorium-Verbrauch gehabt. Das kann man ja sehen hier unten. Hier sind ja jetzt 3 verbraucht worden. 3. Das heißt, wenn das Ding hier oben leer ist und da unten sind jetzt weniger als 3 Jellorium angekommen,
Ja, der ist jetzt schon noch nicht ganz leer. Also wenn er leer ist und da unten sind weniger als 3 Hyelorium angekommen, dann haben wir ein Problem. Ja, und das Problem kann man natürlich nur lösen, indem man die Energieausbeute verbessert. Und das heißt wiederum, dass wir mit Turbinen arbeiten müssen. Da kommen wir also ohne die Turbine nicht dran, denke ich mal. Aber wir werden es gleich sehen, da ist ja noch ein bisschen drin. Und in der Zwischenzeit fange ich aber schon mal an, hier den Grundstein für die Turbine zu legen, denn das wollte ich dann ja auch noch zeigen. Das heißt, wir haben dann hier innerhalb dieses Tutorials quasi ein komplettes Energieerzeugungssystem, wobei ich natürlich jetzt hier Big Reactors erst, hallo, Big, wo ist das G geblieben? Da, Big Reactors, wobei ich natürlich jetzt hier erstmal ganz provisorisch hier anfange, die ganzen Sachen hier, ach, das machen wir auch noch gleich, uns da mit den diversen Ports beschäftigen. Da kommen wir dann gleich noch zu. Den Cobblestone brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. So, was haben wir jetzt hier? Turbinhousing, genau. Das Turbinhousing wollte ich haben. Dann brauche ich den Turbincontroller, ist logisch. Dann brauche ich natürlich den Turbinrotor Bearing. Dann brauche ich die Fluid Ports, also die Dampfeingänge natürlich oder auch Kühlwasserausgänge. Computer brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Turbinrotorschaft, das ist natürlich eine wichtige Geschichte. Und Turbinrotorblade brauchen wir natürlich auch, sonst geht es ja gar nicht. Und dann müssen wir natürlich noch haben, Enderium-Blöcke. Das ist natürlich dann eine Sache, die ein bisschen teurer ist. Das muss man ganz klar sagen. Enderium. Aber der Vorteil von diesen Dingen ist, wo haben wir denn jetzt hier? Enderium-Block. Da ist der Block, ja genau. Ist ein bisschen teurer, aber lohnt sich auf jeden Fall, denn dadurch wird die Effizienz dieses Reaktors wirklich gesteigert. Und wir müssen 4 Stück davon bauen. Mache ich natürlich nicht. In diesem Tutorial mache ich nur eine. Ne? Aber vom Prinzip her werdet ihr also gleich den Effekt sehen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Natürlich nicht so bauen, denn hier in der Mitte kommt jetzt noch dieses Bearing hin. So, das ist quasi der Innenraum. Der Innenraum, wenn der so klein ist, hat einen Vor- und einen Nachteil. Das Ding wird zwar hoch, aber man kann sehr einfach rechnen, weil die Achse, wo haben wir die Achse, die ist jetzt hier, da kommt der Schaft hin, ja, der Schaft, da stimmt doch was nicht. Moment mal, ich muss mal eben, da stimmt was nicht, Moment mal. Da habe ich wahrscheinlich, mit der Brille sieht man manchmal Big Reactors nicht immer alles. Doch, ist richtig. Was soll denn das jetzt? Gut, farbgebungsmäßig ist mir das jetzt erstmal egal. Also gut, kommt das Ding dann drauf, dass der schafft. Ja, kommt hier noch mehr. Und, das ist nur so ein Bug gewesen. Also, okay. Jetzt kommen jedenfalls hier die Blades dran. Und ihr seht, in jede Richtung eine. Das heißt, es sind 4 in einer Ebene. Maximal kann man ja 80 bedampfen. Heißt, man muss davon jetzt 20 übereinander bauen. Lässt sich einfach rechnen. 20 übereinander heißt, das sind schon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Das sind für die 80 Blades. Jetzt machen wir noch 4 da drauf. 1, 2, 3, 4. Denn da kommen ja diese Coils dran. Ihr erinnert euch vielleicht. Denn nur mit diesen Coils entsteht ja überhaupt die Energie. Und folglicherweise habe ich das jetzt mal hier so anschaulich, hoffe ich, mal anders gebaut. Normalerweise bauen die Leute ja immer alle drumherum das Gehäuse und zeigen dann, was drin ist. Und jetzt machen wir das mal genau andersrum, damit ihr das seht. Also das ist jetzt, jetzt hat das auch die richtige Farbe. Seht ihr, das war ja ein bisschen irritiert. Ne? Hätte ja auch an meiner tollen Brille liegen können. Ne? Gut, jetzt haben wir natürlich hier das ganze Ding quasi, das Inlet, wenn man so will, fertig. Und jetzt müssen wir natürlich drumherum, da kommen wir natürlich nicht drumherum, das Gehäuse bauen. Na, komm mal weg hier. Habe ich hier einen falschen? Wollen wir da. Das heißt, das ist natürlich klar, an der Stelle wird das Ganze rundherum zugebaut. Na, das muss ja sein, weil es ist ja keine Turbine, wo der Dampf dann genutzt werden kann. Und weil das natürlich jetzt auch wieder ein bisschen auffällt, bis da oben hin, ja, also hier oben ist dann natürlich Schluss, da kommt hier oben noch eine Ebene drauf.
rundherum sozusagen, wenn man das will. Und das dauert natürlich wieder. Also ich habe für mich im Ingame habe ich da ein Turtle-Programm, das macht meine Turtle für mich. Da kommen also noch ein paar Kleinigkeiten hier drauf, kümmern wir uns gleich drum. Auf jeden Fall, das ganze Häuschen muss gebaut werden, dauert ein bisschen, mache ich jetzt Zeitraffer. Das heißt, nee, wir gucken jetzt erstmal nach hier, weil wir Zeitraffer, jetzt machen wir Päuschen erstmal. Ne? Also mal gucken hier, was denn unser schönes Ding hier sagt. Das Ding ist leer und jetzt gehen wir natürlich genau mal gucken, was denn hier unser Laserdrill uns so bietet. Er müsste ja mindestens 3 Gelorium erbringen. Nur dann wäre er ja quasi 1:1. Schauen wir mal rein. Da gucken wir Gold, Nesasulfur, Nesagold und Nesasilver. Ist eine absolut tolle Geschichte, dass man hier quasi alle Arten, mögliche Arten quasi, bis ich glaube Draconium geht nicht, aber alles andere, läuft da als Laserdrill-Ergebnis. Ja, das ist schon ganz genial. Aber ihr habt gesehen, da war jetzt noch nicht mal ein Gelorium dabei. Hatte ich eigentlich erwartet. Aber gut, an der Stelle muss jetzt eine Turbine her, die das Ganze effektiver macht, weil sonst eben nicht wirklich gut. Das heißt, ihr habt auf diese Art und Weise, wenn ihr irgendwo einen Gelorium-Vorrat habt, eine gewisse Zeit, wo ihr richtig Energie habt und was machen könnt mit der Energie. Aber wie gesagt, ein sich selbst erhaltender Kreislauf ist das jetzt noch nicht. Kommen wir zu, machen wir gleich. Ich baue jetzt halt die Turbine und wir sehen uns dann. So, da bin ich wieder. Ich mache mal den letzten Stein noch wieder drauf, ne? Also so auf die Art. Aber ihr seht, das Ding wird zum Monoblock und da ist noch nicht mal Controller oder Dampf- und Kühlflüssigkeitsport dran und keine Energieabnahme. Das ist natürlich Quatsch. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall jetzt hier erstmal einen Controller rein und wir brauchen auf jeden Fall hier was mit Energie. Wo habe ich denn das Energie? Moment mal. Wo ist der Energie? Das ist der Fluidport. Ne, eine Fluidport baue ich immer gerne hier. Na, mal hier hin. Und mal einen dahin. So. Und ja, die gute Energie machen wir dann mal anders. Machen wir auch hier weg, weg. Habe ich denn Energie nicht? Wo ist der Energie? Fluidport to be Powerport. Habe ich den nicht? Gut, jetzt habe ich den. So. Turbine Powerport. Der kommt dahin, der kommt dahin, logischerweise. Jetzt kommt natürlich unsere ganz normale Geschichte, die wir vorhin auch hier hatten. Und zwar einmal hier mit dem Tesseract die Geschichte und vor allem mit den Energy Conduits. So, okay. Jetzt haben wir also diese Turbine hier schon sehr, sehr gut in Gang. Jetzt müssen wir hier noch die Frequenz einstellen. Das hier wegmachen, Energy, wo haben wir das? Sending Energy. So, und jetzt müssen wir das Ding anstellen, ist ja logisch. So, jetzt haben wir noch nichts gewonnen, gar nichts, weil jetzt müssen wir nämlich erstmal hingehen und das Ding hier konfigurieren. Dazu beschaffen wir uns mal eben eine Wrench. Irgendwie eine, ist doch scheißegal, Hauptsache irgendwie Wrench. So, da müssen wir natürlich einmal umschalten auf Cold, ne? Kalt. So, mal gucken, wenn wir Tesseract draufstellen. 2 Cold ergänzen wir mal dahin. So, und der soll natürlich kalt heißt, da geht das gekühlte Flüssigkeit wieder zum Reaktor zurück. Ne? Ist ja irgendwie logisch. Das heißt, wir machen jetzt Fluid Mode, Sending Fluid, Receiving gar nichts, Receiving gar nichts. Da soll nur Fluid senden, ist klar. Der hier ist jetzt die heiße Seite. Da kommt jetzt auch wieder einer drauf. Machen wir 3. Nennen wir Hot. So, machen wir den dazu. So, da müssen wir jetzt, das kommt weg, das kommt weg. Da kommt jetzt Receiving Fluid an. Natürlich ist der auch aktiv. So, jetzt haben wir das Ganze hier eigentlich in Gang. Den wollten wir jetzt hier noch auf, nee, nicht auf, wir wollten den hier nehmen. So, den. Dann soll er, haben wir hier Sending Energy, alles sauber, soll auch laufen, geht alles. Das heißt, im Grunde genommen ist diese Turbine fertig. Ja, damit wir noch ein bisschen was sehen können, wollen wir ja so ein bisschen was sehen. Muss man aber nicht unbedingt so haben.
Kann man auch anders bauen. Machen wir hier mal so zwei so eine Dinger da rein oder so, aber drei haben wir ein paar von. Na, der nicht. Wo habe ich sie denn jetzt? Da. So, dann kann man da reingucken, dass sich das dreht. Aber ihr seht hier innen drin, ne, fatal. Muss ich noch bauen, machen wir wieder einen Cut. Ich muss ja diese ganzen Blades hier noch einbauen. Gut, sehen wir gleich. Ja, jetzt habe ich das fertig. Damit ist die Turbine im Grunde einsatzbereit. Ja, also ich meine, ich kann die jetzt theoretisch hier anstellen, aber es bringt natürlich noch nichts, weil hier kommt ja gar nichts an. Das müssen wir natürlich noch organisieren, und zwar hier vom Reaktor aus, oder? Ja. Denn der macht ja hier bis jetzt nichts anderes als Energie produzieren. Das muss sich jetzt ändern. Und zwar haben wir dann natürlich hier dieses Ding hier als Empfangsvariante auch nicht. Ja, können wir ja lassen, aber letztendlich brauchen wir das Ding ja. Ja. Hier soll ja direkt unten alles auf die Laserdrills gehen. Und gut, das heißt, wir haben das hier als Energie-Sending, ist dann sowieso klar. Haben wir noch nicht, den machen wir mal weg hier, damit wir hier oben uns nicht da durcheinander kommen. Okay, jetzt müssen wir die coolen Ports noch haben. Machen wir mal auch so ein bisschen nett hier. Und zwar, wo waren die? Jetzt machen wir mal das mal hier. Turbinencontroller brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen jetzt den Access Port. Access Port, Reactor Power Tip. Fluid Port, damals. So, pass auf. Da kommt jetzt mal einer rein. Und aus Nettigkeitsgründen da auch noch. Auch hier müssen wir natürlich umstellen. Also das ist der Kalt. Na, falsch. Also, so, das ist der kalte, das ist der heiße. Und da muss natürlich jetzt hier wieder ein Tesseract drauf, logischerweise. Der muss natürlich auf die kalte gestellt werden. Und kalt heißt für die Reaktorseite natürlich, das kalte kommt da rein. Ne? Also kalt. Heißt, also erstmal hier einstellen. Das heißt, der muss hier Fluids Receiving haben, ne, und ist okay. Und der hier genau andersrum, der kriegt natürlich dann hier Hot als akzeptiert und der muss natürlich dann Fluid Sending haben. Fluid Sending, so, das heißt, der sendet darüber an die Turbine, der bekommt das Coolant zurück. Und jetzt ist aber noch kein Coolant da drin. Was machen wir? Das müssen wir noch haben, das Coolant. Das ist wichtig. Das heißt, wir müssen also hier irgendwo auf jeden Fall nochmal Wasser dazugeben. Und folglicherweise benötigen wir hier auch nochmal einen Port, wo Wasser reingeht. Und das ist natürlich die große Frage, was nehmen wir da fürs Kühlen? Ja, als Methode. Und diese Methode, die ist also eigentlich relativ probat. Wir machen mal den ganzen Kram, den wir nicht brauchen, verlieren wir total den Durchblick hier. Wir machen das mal alles weg hier. Das brauchen wir vielleicht noch, da schauen wir mal. Haben wir das denn hier? Ne, das haben wir alles angeschlossen, schon gut. So, also wenn ihr das so nicht habt, müsst ihr bei eurem Modpack mal gucken, was es alternativ gibt. Jedenfalls haben wir hier Transfernode, und zwar Transfernode Liquids in dem Fall. In diesem Fall Liquid Transfer Node. Und dann haben wir hier das Reservoir. Das Reservoir. Und dann brauchen wir natürlich ein bisschen Wasser. Bucket, ein, also ich glaube, Water Bucket. Ich glaube, wir kommen in diesem Fall jetzt nicht mehr dazu, das noch mit dem, ja, müssen wir mal gucken, mit der Redstone-Steuerung machen. Dann machen wir hier direkt danach nochmal so ein Tutorial, wo wir das mit der Redstone-Steuerung machen. Ja, oder dass der Computer oder die Redstone-Steuerung dafür sorgt, dass dieser Reaktor eigentlich immer optimal läuft. Obwohl, solange ihr Laserdrills habt, braucht ihr gar nichts zu steuern. Das zeige ich euch auf jeden Fall jetzt noch. So, jetzt machen wir als erstes mal Folgendes. Das machen wir nur als Hilfe hier. Das Quatsch kommt sofort wieder weg. Da haben wir jetzt das Reservoir. Ist ja auch so ein Multiblock. Und in diesen Multiblock kommt jetzt Wasser rein. Ne, hallo? Ey. Da war irgendwas nicht richtig. Das geht ja gar nicht. So, jetzt wollen wir mal Wasser reintun, bitte. Und da auch nochmal. Also, hier habe ich wahrscheinlich falsch geklickt, aber ihr seht, das Reservoir füllt sich.
Und jetzt kommt hier der Transfernot dran. Müssen wir von unten so ein bisschen machen, weil der soll ja da oben raussaugen. Na? Und was haben wir denn? Warum verbindet der sich nicht? Liquids, was ist das hier? Fluid Port. Der müsste sich doch verbinden. Was ist das Problem jetzt? Cut. Warum verbindet der Wichser sich nicht? Nix cut. Ich doof. Turbine Fluid Port brauchen wir ja gar nicht. Wir brauchen ja hier den Reaktor Fluid Port. Sehe ich den jetzt hier nicht? Access Port, Power Tab, Reaktor Control Rod, Controller, Reaktor Coolant Port, siehst du, da haben wir ihn doch. So, okay. Ist das jetzt Reaktor Coolant Port? Jetzt verbindet er sich auch, wie ihr seht. Und das ist das Ganze natürlich noch nicht am Ende, weil hier. Da müsstet ihr, je nachdem, wie ihr es bauen wollt, auch noch ein paar Upgrades reinschmeißen. Upgrades. Und zwar Speed-Upgrades, wenn ihr das richtig zackig haben wollt. Und World Interactive, das braucht ihr nicht unbedingt, also ein bisschen. Das ist schon okay irgendwie. Also machen wir den mal auf, machen wir hier einmal World Interdings und vor allen Dingen Speed rein. Ne? Müsst ihr nicht zwingend haben, ja? Also das müsst ihr ausprobieren, wie viele ihr davon braucht, damit der Reaktor das Ding hier oben nicht leer saugt. Ne? Oder schnell genug, wenn er nicht genug Flüssigkeit bekommt, müsste er hier raus nachsaugen. Normalerweise ist es so, dass hier zwischen ein Kreislauf entsteht. Der Dampf geht hier rüber, wird ja abgekühlt in der Turbine, kommt als Flüssigkeit, kühlen wieder zurück und geht im Kreis rum. Ja, aber trotzdem, aus Sicherheit habe ich also dieses Ding immer noch dabei. Möglicherweise geht es auch anders, aber ich habe das Ding immer da. So, jetzt sind wir im Grunde so weit, dass wir hier das Ding mal anstellen können, wenn ich mal irgendwie eine leere Hand hätte. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Moment mal. Achso, hier habe ich auch die falschen drin. Moment mal. Turbine Fluidport ist natürlich Quatsch. Das sollte ja die Code-Seite sein. Nee, das sollte die Code-Seite sein. Das ist die Code-Seite. Und hier haben wir dann die Hot-Seite. So kann es kommen. So, das ist die Hot-Seite. Und jetzt brauchen wir natürlich hier noch Reaktor Casing 2, damit der Reaktor. Hallo, damit der Reaktor wieder zusammen ist. So, aha, alles läuft, alles gut. So, und jetzt geht's zur Sache. Jetzt stellen wir das Ding mal an. Ihr seht, also der hat hier oben jetzt umgestellt auf Millibucket. Ja? Also der produziert jetzt keinen Strom, sondern Millibucket. Und im Omic läuft er halt nicht und wir machen jetzt mal Gas geben. Das heißt, dann geht's los. Wir werden sehen, aha, hier, der produziert schon Dampf. Der Dampf wird bereits abtransportiert. Und wir müssen dann hier die Temperatur natürlich beobachten. Wie gesagt, 1000 Grad ist Maxi. Aber ich denke mal, vielleicht erreichen wir die auch gar nicht. Das werden wir gleich mal sehen. Wir schauen jetzt mal an der Turbine an, ob die sich denn dreht. Die dreht sich natürlich noch nicht, weil wir die noch gar nicht angestellt haben. Folglich klicken wir hier mal auf Anstellen. Und siehe da, die fängt natürlich langsam an, sich zu drehen, braucht hier ihren Durchsatz. Weil die hier aber mit Enderium läuft, werden wir das hier mal ein bisschen runterstellen. Und zwar auf 1776 Millibucket. Das ist die Erfahrung, die ich habe von verschiedenen. Damit kann man sehr gut leben. Es kann sein, dass das um ein Millibucket pro Tick oder was irgendwie oder was weiß ich, nicht ganz genau optimal ist. Aber das dauert natürlich eine ganze Zeit lang, bis diese Turbine jetzt hier sozusagen ihre Soll-Drehzahl erreicht hat. Das heißt, ich mache jetzt nochmal Cut. Wir sehen uns dann gleich. Bis dahin freut sich die Spinne hier und gut.
Okidoki. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz runter gucken, ob denn hier unten bei dem Laserdrill auch Energie ankommt, denn das war ja der Sinn der Sache. Schließlich wollen wir ja, dass da, aha, hier kommt noch nichts an, warum nicht? Ah, der ist noch nicht, doch, der ist so angeschaltet. Receiving Energy von da, das müsste jetzt hier ankommen. Ah, der arbeitet, doch, der arbeitet, das sieht nur so wenig aus. Na, wollen wir mal schauen. Ja, doch, er tut was hier, Redstone Ohr. Nee, das hat man hier, hat er schon zwei Gold Ohr. Ich weiß nicht, ob das vorhin zwei waren. Also ihr seht auf jeden Fall, das ist in Bewegung, aber natürlich noch relativ langsam, weil die Turbine ja noch nicht so schnell dreht. Die macht ja doch gar keine Leistung. Gucken wir uns gleich an. Wie gesagt, dauert eine Zeit lang. Cut bis dahin und ich kriege jetzt endlich mal einen Tee. So, wie ihr seht, ist die Turbine jetzt schon ziemlich weit hochgefahren, natürlich längst noch nicht da angekommen, wo sie hin soll. Sie ist also hier schon in dem Bereich, wo es interessant wird. Sie macht 17.000 RF pro Tick, 19.000 RF pro Tick, das geht so bis 21.000, 19, 18, sowas in der Art, je nachdem. Und wir schauen uns jetzt mal an, was der Reaktor macht und was der Laserdrill macht und der Verbrauch macht. Und dann schauen wir mal, was wir dann daraus uns überlegen. So, also einmal runter. Wie dem auch immer sei. Schauen wir mal erstmal hier in die Verbrauche rein. 10 sind jetzt verbraucht. Also das hat schon eine gewisse Energie in Anspruch genommen. Er ist immer noch im unter 1000 Bereich, also zwischen 200 und 1000 ist eigentlich optimal, irgendwo dazwischen, muss man halt sehen, er macht 415%, 414-15%, das liegt natürlich daran, dass der im Augenblick, sagen wir mal, alleine ist mit seiner eigenen Turbine. Ja? Also wenn man dann mehrere Turbinen hat, dann kommt so ein Größendegressionseffekt zustande und der macht es dann natürlich sehr viel effizienter. Ihr seht aber trotzdem auch, die Zahl hier ist deutlich unterschiedlich, also zu dem, was ich ausgerechnet hatte in dem Simulator. Ich schaue mal ganz kurz um, um mir das nochmal anzuschauen, ganz kurz. Der Simulator sagt 0,36, während wir hier bei 0,29 sind. Das heißt, die Aufbautypik dieses Reaktors hat schon Vorteile, ganz deutlich, im Verhältnis zu dem, was der Simulator ausweist. Das ist dann wahrscheinlich auch modspezifisch. Schauen wir mal hier runter. Jetzt sind wir bei 17,9, also die wird also 18.000, was ich, 35 irgendwie sowas erreichen, so dass er hier unten bei 21.000 landet. Wird noch ein bisschen dauern. Ich denke mal, bis dahin lassen wir so ein bisschen Zeit. Aber er ist ja in der letzten Zeit schon mit ein bisschen mehr Power gelaufen und wir werden uns jetzt hier unten mal die Ergebnisse des Laserdrills ansehen, denn wir haben ja oben Zähne verbraucht. Oh, jetzt ist es natürlich schon schwierig. Sollen wir mal gucken, Sulfur, ob überhaupt hier Lorium Platz hat hier. Das ist natürlich jetzt ganz, hat er hier Lorium drin, das ist gut, aber nur zwei. Wir müssen also unbedingt dafür sorgen, dass hier ein paar Sachen rauskommen, die wir nicht unbedingt so brauchen. Einfach nur um Platz zu schaffen. Also mir geht es jetzt ja nicht um die anderen Ores hier. Die müsst ihr natürlich in irgendeiner Weise versorgen. Ja, also das ist ganz klar, dass ihr da euch was einfallen lasst, was die Items halt angeht. Uns interessiert im Grunde genommen ja nur diese, hier Lorit oder auch Uran. Uran geht ja auch, ne? Aber wie gesagt, zwei. Und oben hat er ja 10 verbraucht, das heißt, wir sind hier noch im Defizit, wobei man natürlich sagen muss, das ist die ganze Anlaufphase der Turbine jetzt. Ne? An der Stelle ist natürlich das Ergebnis noch nicht so richtig gut. Ich denke aber, wir werden dahin kommen, dass er sich einigermaßen fängt. Was man natürlich auch machen kann, logischerweise, ist natürlich hier aus diesen Cyanid-Ingots dann Plutonium, also Plutonium zu machen, um das dann wieder in den Reaktor einzuspeisen, sodass der Gesamtverbrauch reduziert wird. Also an der Stelle müsst ihr natürlich so ein bisschen jonglieren, das ist normal. Also irgendwie klappt das aber dann schon. Wir schauen uns also das jetzt gleich nochmal an, wenn er eine Zeit lang gelaufen ist. Ich habe das ja hier auf Creative, das heißt, ich muss dem auch Zeit geben und das heißt, ich werde mir jetzt keine AFK-Maschine bauen, das brauche ich auch Creative nicht. Ich schaue mir das einfach am Bildschirm an, arbeite zwischendurch ein bisschen und ich gucke immer wieder mal hin und wenn es was Interessantes zu berichten gibt, schalte ich mich wieder dazu. Also, bis dann.
So, liebe Leute, ihr seht, wir gehen jetzt hier auf 21.011 Boutique genau getroffen zu. Er wird also hier noch ein bisschen was zulegen. Ich habe in der Zwischenzeit hier unten mal eine Truhe hingestellt und in die Truhe einfach mal alles reingeschmissen, was vorhin da war. Also 14 hier Cyanid hat er verbraucht. Das ist der ganze Erzkram, den ich unten rausgenommen habe. Und das waren 4 Hyalurid, die unten drin waren. Das heißt, die kann man ja mit dem Pulverizer auch verdoppeln. Da haben wir also 8. Also kommt der Sache hier schon relativ nah. Aber wir werden sehen, das war ja noch die Anlaufphase der Turbine. Ich habe, wie gesagt, jetzt alles mal leer gemacht. Hier oben leer gemacht, unten leer gemacht. Jetzt lasse ich der ganzen Sache mal eine Stunde Zeit. Und das im Hintergrund laufen und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Ich gehe zwischendurch immer mal unten hin, um zu sehen, dass da also die Truhe nicht überläuft und dann eben kein Hyalurid mehr nachproduziert werden kann. Das wäre natürlich völlig schade und insofern gut. Aber werden wir sehen und gut, wir gucken uns gleich das Ergebnis an. Bis dann. Jo, liebe Leute, ein paar Minuten später, gar nicht so lange. Ich habe hier unten mal ein bisschen umgebaut, weil ich hier eine Diatur draufsetzen wollte, um euch eben auch die Bandbreite zu zeigen, was da aus dem Laserdrill so rauskommt. Und in der Bauzeit, wo wir gerade geredet haben und bis ich das hier ein bisschen Platz gemacht habe und so weiter und so fort und die Diatur und so, ne, habe ich das aus der Ender Chest in die Diatur umgebaut und umgepackt. Und ihr seht, hier kommt also wirklich schon einiges zustande. Leider kein Draconium-Ohr, aber gut, kann ja nicht alles haben, ich lasse das nochmal weiterlaufen, vielleicht kommt das ja doch irgendwie, aber ich glaube eher nicht. Und was wir hier sehen, sind 3 Hyalurid. 3 Hyalurid, wenn man die in den Pulverizer schmeißt, sind das 6, wenn ich das richtig gerechnet habe. Und jetzt gehen wir hier oben mal gucken, was denn der Reaktor verbraucht hat. Und dann stellen wir fest, in der Zeit hat er verbraucht 3. Das heißt, wir sind jetzt schon in der Lage, mehr Hyalurium zu produzieren, als wir verbrauchen, plus andere Erze. Das heißt, wir können unten bei den Foki, die ja da drin sind, bei diesen gelben Dingern, können wir so das eine oder andere, sagen wir, durch Eisen oder durch was man halt braucht, ersetzen, sodass wir hier auf eine Art Gleichgewichtssituation kommen. Aber man kann ja auch erstmal laufen lassen, um einen gewissen Hyalurid-Vorrat zu erzeugen. Also ihr seht auf jeden Fall, das Ding hier ist eine sich selbst erhaltende Nummer jetzt mit 0,3 Millibucket pro Tick bei der Versorgung einer Turbine. Und das ist relativ einfach. Man braucht jetzt hier eigentlich gar nichts mehr zu steuern. Also die Variante Steuerung des Reaktors oder Steuerung der Turbine entfällt, weil wenn wir einen Laserdrill haben, geht alle Energie, die wir sonst nicht brauchen, in den Laserdrill. Und damit haben wir auf jeden Fall immer eine gute Verwendung für, naja, in Anführungszeichen, überflüssigen Strom. Haben wir aber gar keinen, weil da kommt der Erz aber raus. Was natürlich nichts daran ändert, dass es immer wieder Spieler gibt, die sagen, ich hätte ja doch ganz gerne irgendwie mal eine Steuerung. Und wie gesagt, dieses Tutorial ist lang genug, dann werden wir da gleich nochmal einen Anschluss machen. Irgendwie jetzt in den nächsten Tagen, 1-2 Tage, werde ich das mal machen, dass wir hier was Ordentliches haben, was man damit steuern kann. Letztendlich habe ich ja die Vibrant Capacitor Bank hier nebenstehen, mit der wir steuern können. Und hier oben diesen schönen von Draconium Evolution hier, diesen Energy Core. Also da haben wir jetzt schon verschiedene Komponenten, mit denen wir sehr viel machen können. Und Reston haben wir hier unten auch ein bisschen, da werden wir uns noch ein bisschen mit beschäftigen. Da gibt es ja verschiedene Komponenten, die hatte ich vorhin schon mal so ganz am Anfang mal ganz kurz erwähnt. Ich hole die ja nochmal hier raus. Das ist also hier, wollen wir mal gucken, hier einmal den Reaktor Computer Port. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? RedNet-Port. Das brauchen wir jetzt irgendwie nicht mehr. Na gut, ist egal. Was haben wir hier noch? Da haben wir kurz einen Big Reactor. Was haben wir hier? Den Turbine-Power-Port. Reaktor und den haben wir den Turbine-Computer-Port. So. Was haben wir hier noch? Cyanid-Reprozessor, gut, das hatte ich ja schon mal ein Tutorial auch zu gemacht. Creative brauchen wir jetzt irgendwie nicht. Gut, damit war es im Grunde genommen die Steuerungsmöglichkeit hier eingeschaltet. Reaktor Computer, RedNet Controller,
Also Kuhle-Port und Exodus und so weiter. So. Also mit diesen drei Dingen, die jetzt hier drin sind, werden wir uns also die Tage nochmal beschäftigen. Also dieser hier ist für die Turbine und dieser hier sowie dieser hier, der ist für den Reaktor. Ihr seht also, die Unterschiede sind jetzt nicht so gravierend, dass man das immer so gut sehen kann. Aber vom Prinzip her, das ist eben für die Turbine und das ist für den Reaktor. Machen wir, müssen wir uns mit beschäftigen. Ist ein bisschen kompliziert, aber das werden wir schon hinkriegen. Ich wünsche euch mal was. Bis dahin erstmal viel Spaß und gut, wir sehen uns in einem der nächsten Tutorials oder am besten liked dieses Tutorial, dann weiß ich auch, dass ihr das gut findet. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon habt. Es kommt noch ganz viel, es ist schon ganz viel on, weit über 400, ich glaube fast 500 Videos, also es ist unglaublich. Ne? Und ja, danke für die über 7000 Abonnenten, also ich finde das wirklich super toll und bin ganz glücklich, dass ihr das so gut findet, was ich so tue. Gut, wir sehen uns. Kommt auf die Server, spielt mit, wie auch immer, und wir sehen uns.